Das ist ein Nachbau eines antiken Handwaschautomat. Er wurde vor 2250 Jahren am byzantinischen Hof produziert. Schon überwältigend, dass man so eine Technik hatte. Er läuft über eine Wippe, über Wasser und dadurch wurden Türen und andere mechanische Sachen konnte man dadurch bewegen. Er funktioniert, indem man hier eine Münze reinwarf. Hier liegt die Münze jetzt auf und hier durch diese Wippe wird das Ventil angehoben. Das Wasser fließt dann unten in einen Behälter, der über eine Wippe liegt. Und die Wippen sind mit Bändern verbunden, die dann die Türen aufziehen. Wie gesagt, kommt hier eine Hand raus. Ein Bimsstein oder wie gesagt, ein Stück Seife kam dann heraus. Man konnte sich dann hier die Hände waschen. Da hinten sieht man noch den Behälter. Ja, und dann noch einige Sekunden läuft noch das Wasser nach. Und das war's. Circa ein Dreivierteljahr habe ich an dem Apparat gebaut und rumgetüftelt, bis er vernünftig funktionierte. Ja, leider keine Zeichnungen darüber. Musste ein bisschen recherchieren. Zum Beispiel dieser Münzautomat hier. Musste ich selber bauen aus Messing. Bis das alles mal funktionierte. War eine lange Arbeit. Aber es hat sich gelohnt. Ich könnte mich da dann immer noch erfreuen. Alles klar. Viel Spaß. Tschüss.